So, liebe Leute, willkommen zurück bei unserem Mega-Bau zu Babel-Turm von Herr der Ringe. In der letzten Folge haben wir Tütchen Nummer 6 bearbeitet. Die war relativ kurz, deswegen schmeißen wir jetzt Tütchen Nummer 7 auf den Tisch. Ja. Und je nachdem, wie lange die dauert, vielleicht auch noch Tüte Nummer 8, weil hier scheint jetzt auch nicht so viel drin zu sein. Aber wir wollen nicht zu viel sagen. So, der Anmoderator darf wieder das Päckchen aufmachen. Wie gehabt? Oh, ganz geil. Nein, das ist auch immer. Gut, Gandalf. Schau, Roman. So, wir zoomen euch wieder ein Stückchen rein, damit ihr was erkennen könnt von dem, was wir hier basteln. Ups. So. Damit hinterher keiner sagt, Recycling. Oh, ich weiß ja, was du machst. So. Damit hinterher keiner sagt, wir können ja gar nicht erkennen, was die da machen. Ich glaube, ich habe hier einen Brief. Meinst du? Ja, guck. Aber nicht mehr so wie die alten. In der Tat, wir haben auch was vergessen, Junge. Wir haben das Foto gerade nicht gemacht, das werde ich aber noch nachholen. Seid ihr jetzt mal dabei, wenn wir Fotos machen? Das stimmt, das Foto habe ich vergessen. Fürs Album. Fürs Album. So. Aber ohne Blitz werden die echt schöner. So, Recycling. So, der Kopf. Ich habe hier den Umhang. Oh ja. Ach, der ist extra eingetütet. Der ist immer extra. Ist der aus Stoff, oder? Der ist aus Stoff, ja. Lego-Stoff. Das war nur ein Ersatzteil. Der liegt da vorne. Der schmeißt hier alles durch die Gegend. Das ist sein Job heute. Ja. Oh, drei. Aber dann musst du nur den weißen nehmen. Kann man das variieren, oder? Nee, Gandalf kriegt ja auch noch einen Cape. Ach so. Deswegen sind da mehrere drin. Und der Klima-Schlangenzunge kriegt ja auch noch einen Cape. Wird das so zusammengesetzt? Das wird ja, wie das, was du siehst, nicht so zusammengesetzt, sondern ich zeig dir das mal. Ja, die Taktik kenne ich jetzt noch nicht. Man setzt das hier so rein. Ja. Zack. Und die andere und das so. Ach so, ah, okay, dann ergibt sich diese zylindrische Form schon. Genau, und dann hat man. Oh Gott, hier sieht er aus, als würde er sich rasieren. Geil. Oh, das kenne ich aber auch noch nicht. Ja, weil mit den Capes haben wir dann später auch noch viel zu tun. Wenn wir euch das dann überhaupt noch zeigen. Wenn die Videos 200 Klicks plus haben. Das muss ja nicht innerhalb der nächsten zwei Wochen passen. Nein, nein, richtig. Aber spätestens morgen! Nein, nein. Die Füße kommen da gar nicht dran. Das muss ich ja erstmal rumsprechen, dass es sowas überhaupt gibt. Nochmal danke an Lego, dass wir das machen dürfen. An der Stelle. Ist das optional jetzt? Nein. Ja, doch, stimmt. Ist optional. Welches würdest du denn präferieren? Das mit den. Ja, klar. Kann ich so viel auseinanderfummeln. Ja, wenn du mich schon so fragst. Ja, muss ich ja schon. Klar, das sieht schöner aus. Hast du recht. Aber irgendwie fehlt dein Bart und dein ganzes Schnösel noch. Ja, genau. Es kommt ja jetzt, wenn du das da drüber stülpst, hat er seinen Bart. So schnell möchte ich Bartwuchs auch mal haben. Ich kann mal rüberstülpen, fertig. Ernsthaft? Möchtest du gerne einen Bart haben? Ich wollte immer einen. Bei mir sieht das nicht aus. Also wenn ich meine Stoppeln wachsen lasse, nach 3-4 Tagen kann man da gar nicht mehr mit rumlaufen. Das muss da schon. Ja, das ist ja bei mir nicht anders. Aber ist okay. Komm mit, ja. Jetzt, wo die Temperaturen so warm sind, ist das Rasieren immer so eklig. Das stimmt. So. Das habe ich, das habe ich. Ich bin nicht Gandalf. Ja, der Stopf hier noch, ne? Der Stopf hier noch, genau. Und jetzt Stöckchen. Also hier ist das Licht. Dann geht ja noch. Der Stab ist zweigeteilt. Der Stab ist zweigeteilt. Genau. Also mit dem hat er Stab, ohne den hat er Stab nicht, oder? Bitte? Ja, stimmt, ja. Ohne den hat er den Stab nicht. Aber der Stab gehört eigentlich zu Saruman. Okay. Ich wohne hier. Warum?
Ja, der kommt ja, wenn. Genauso wie die anderen erstmal da hinten. Ne? Der muss sich erstmal bei dem Makler bewerben. Ja, Mietpreis müssen wir noch aushandeln. Ja, wirklich. Stopp, stell mal wieder richtig rum, dann, um die Fehlerquellen so gering wie möglich zu halten. Nur zur Information, man hat wieder hier so einen Leuchtstein drin mit Batterien. Also dann kann man den auch aufschrauben. Und wenn man das hier wegzieht, dann ist der aktiv. Und dann, wenn man dann so ein... Habe ich das hier? Auf jeden Fall zeigen wir euch das, wie er da leuchtet auch noch. Ja, das will ich auch sehen. Ich habe das nämlich auch noch nicht gesehen. Das ist schon cool. Was ist denn dieser Block, der da in der Anzeige beschrieben wird? So. Kommst du noch mit? Nee, irgendwie nicht. Gut, ja, so. Jetzt fehlt uns noch mal so eine Lampe und dann sind wir durch. Sowas, ne? Mhm, genau. Perfekt. Aber diese braunen fehlen noch. Ja, da bin ich doch gar nicht. Ich habe erstmal hier gemacht. Was ist denn das? Ach so, ganz einfache Dinger sind das. Ja, diese. Dann auch merkwürdige Steine. Ja. So gebeugt. Ja, die werden uns auch öfter bei anderen Sets, wenn wir sie dann auch bauen. Ich betone das extra. Die Voraussetzungen sind klar. Genau. Ich betone das extra. Ein Vierer, ein Zweier und ein Normaler, was kommt da rein? Ja, tatsächlich. So ein Vierer. Ein Zweier. Und dann sowas, ja. Aber bei deiner Seite ist das nur ein flacher. Also das ist nicht der. Ja, stimmt, das ist so der 4. Na, damit kannst du nichts anfangen mit dem Teil, ne? Nee, da ist das mal unnütz. Schade. Unnütze Hardware. Gibt's auch noch schöne Kategorien. So. Ach so, deswegen finde ich die auch nicht, die Steine, ja. Ja, weil ja. Das ist andere Seite genau anders. Ist der Rest fertig? Ich denke. Ja, da okay. Ist der. Ja. Nee, der hier. Hier. Ach so, da oben, ja. Ah, der Versatz ist immer noch drin. Das passt. Was? Nächste Seite. Nächste. Also, geht dann nach oben die ganze Sache hier. Ja. Wieder so ein Getränk. Ja, bei dir, ne? Ich krieg die ja nicht. Eins, zwei, drei. Da muss man echt aufpassen, dass man nichts übersieht. Richtig. Aber dann dieses Graue, genau. Und das war's auch. Das war's auch, genau. Next. Next. Jetzt wieder diese. Mit diesen Griffen. Ja. Kommt wieder was dran nachher. Ja. Vielleicht wieder so ein Kettchen. Schauen wir mal. Ja, wir haben ja noch eins, ne? Ja, richtig, von einem anderen. Aber ich glaube nicht, dass wir das dann nicht reaktivieren. Da, nicht da oben. Das ist ja schon ziemlich merkwürdig. So. Hast du auch so einen mit Griff? Habe ich schon, okay. So, ich bin mit meiner Seite fertig. Ja, ich auch. Warte mal. Ja, okay. So, jetzt kommen ganz viele. Ach ja. 12 Stück von den hier. Ach, die liegen diesmal alle bei dir. Ja, diesmal liegen sie bei mir. Ein paar. Ausgleichende Gerechtigkeit. Gerechnet, oder? Ausgleichend, ja. da ist noch einer. Nee, Moment, stopp mal, es kommen gar nicht überall die hin. Nee, die kommen nicht überall hin. Die kommen einzelne rein. Da musst du schon aufpassen. Diese Dinger. Nee, doch sicher. Vier hast du da, aber hier fehlt noch einer. Dann kommt da einer hin. So ein einer und dann kommt so ein flacher und dann wieder so ein einer. Nee, da, Moment, da habe ich das falsch gemacht.
Ja, da kommt so was Flaches, weißt du? So ein flacher. Ja, den habe ich noch nicht gefunden. So. Also einen habe ich noch über von den. Ah, ich glaube, ich muss auch schon mal hin. Doch. Genau. Ach, hast du die flachen? Okay. Die flachen habe ich schon. Brauchen wir noch zwei Stück von? Ja, die flachen habe ich ja schon. Da fehlen aber noch den normalen einer. So. Einer fehlt noch. Der normale einer. Ach so, ja, okay. Ich dachte. Das ist ja auch immer wichtig. Kommt der noch da rein? Genau. Und das war's mit dem Bild. Interessant. Macht wieder ein. Das ist aber nicht. Achso, ich habe ja. Genau. Genau. Das sind verschiedene Farben. Das sind verschiedene Farben. Blau. Blau, nee. Blau. Und dann kommt dieses Beige. Achso, du hast das Blau gar nicht. Okay. Ich habe das Blau gar nicht. Sonst hätte mich gerade gewundert, wie das mit der Anzahl hinkommen soll. Hä? Obwohl, ein dunkles Blau habe ich. Da. Ja, eins müsstest du haben, stimmt. Dann kommt diese Platte. Ach so, ist das dieses Braune. Okay. Cool, dann sieht das aus wie so ein Büro, wie so ein Regal. Genau, der braucht auch was für seine Akten. Ja, Liebe zum Detail halt, ne? Dann weiß er, was gut ist. Und das kommt dann. Das kommt dann hier an diesen Haken, so wie ich das hier sehe. Habe ich meinen falsch rum reingesetzt? Tatsächlich. Ja, aber, ne? Meiner ist verkehrt rum. Das muss aber so rum. Ach so, dann kommt das so hin, damit das gestellt ist. Zack, genau. Ja, cool. Das ist ein Bücherregal. Ja, kriegt ein Bücherregal, genau. Geil, stimmt. Ja, die sind ja auch farbig, ne? Ja, jetzt wo du sagst. Ich könnte mal gucken, so sieht das jetzt von oben aus. Ja, wie so ein Bücherregal. Liebe schön. Zum Detail. Das ist auch immer sehr schön. So, jetzt zwei. Das ist nur zum Rumdrehen oder was? Nee, 18 Mal. 18 Mal hier an diesen grauen. Ah, da kommen die dran. Okay. Mhm. Schräge nach unten. Ja. Schräge nach unten. Dann ergeben diese komischen Steinchen auch ein bisschen Sinn. Ja, so rum, ne? Ja, so dass die Spitze nach unten sein. Ja, genau. Nee, gar nicht. Ich mach's natürlich genau falsch. Also, dass es so abwärts ist. Abwärts? Ja, so. Weißt du? Ja, ich hatte es gerade halt anders. Ja, deswegen wollte ich jetzt nicht vergehen. Also kommt da nichts hin. Ich dachte, da wäre eine andere Verkleidung, aber. Kann es noch kommen. Noch sind die Nippel hier vorher, ne? Ja, die kommen ja drumherum jetzt. Die meine ich. Die sind da. Achso, die sind ja noch da. Aber das ist ja auch richtig so. Die werden auch nicht genutzt, weil der Ort hängt sieht so aus. Achso. Im Film. Ja, also da haben sie sich sehr dran gehalten. Da gibt es auch einer von. Ja, stimmt. Sehe ich auch gerade. Stimmt. Das heißt, da kommt wahrscheinlich so ein Einer drauf. So. Weil es sieht ja aus. Nee, es ist kein Einer. Das sieht nur so aus. Nee, das ist ein Einer. Nee, weißt du, was das ist? Hier diese. Oder ich bin jetzt. Es soll. Oder es soll so verdreht sein, hier so. Weißt du, das ist so ein. Dreh mal ein Stück weiter. Ups. Dass du dann nicht direkt zumachst, sondern hier. Ah, ja, so. Gut, bei dir auf der Seite, das sind aber 5. 1, 2, 3, 4, 5, das ist ein einzelner. Ja, wie gesagt, die haben das dann absichtlich so gemacht, damit du das hier so bündig hast. Mhm. Also dann musst du den Loch frei haben. Ja, ich habe sowieso eine andere Konstruktion hier dran. Ach so. Da weiß ich auch noch nicht genau, weil man das nicht sehen kann auf dem Bild. Nee, das kann man nicht sehen, stand. Müssen wir uns tüfteln. Wir werden es merken an den Steinen, die uns übrig bleiben. Aber hier ist es dann auch so, dass dann einer noch ist. Ja, weil du hast ja immer diese Ersatzsteine auch noch. Also da kannst du ja auch nicht gehen. Siehst du, da hast du die zwei einer auch. Hm. Was auch mehr. Achso, das geht technisch nicht anders. Ja, ist klar. Okay. Kriegen das schon mal raus. Wir haben Lego studiert.
Lego studieren kannst du nicht. Noch nicht. Was hatten sie neulich? Was studierst du? Architektur. Wie baut man ein Iglo? Die Architektur eines Iglos hat er studiert. Aha. Dann studieren wir, wie man Legos baut. Bingo. Also, wir haben jetzt diese Dinger hier, Dachpfannen dran gemacht. Genau. Was haben wir da vorne? Ja, jetzt kannst du es wieder so drehen. Ja, stimmt. Na? Komm, so klein. Ich müssen wir leider wieder. Ah, oh, wir zeigen es dem Publikum ja gleich noch. Das ist jetzt... unser Millionenpublikum. Ja, wer weiß, wenn sich das rumspricht. Ich denke mal schon, dass das sehenswert ist. Wir sind fertig. Ach so? Ja. Nein. Doch, was fehlt denn noch? Oh. Ich vergaß. Dann das ist Bücherregal. Dann ist das kein Getränk, sondern eine Vase oder sowas, hm? Das ist keine Vase, das ist wirklich so ein Zaubergetränk. Ach so, meinst du, das ist eine Ampulle? Ja, eine Ampulle, genau. Oh, schau, das riecht mir da an. Also, wenn man nicht ab und zu in die Liste gucken würde, was für Steine gebraucht werden, würde man die Hälfte echt übersehen. Das muss da direkt. So. Dann kommen die Steine zu mir hin. Gespuckt. Ja, ja, das ist hier so. Brauchen wir noch einen Zweier. Hast du den noch da rumfliegen? Ja. Ja, und hier kommt ja auch dieses. Genau, den habe ich schon. Der kommt immer nach innen. Na, achso, in der Mitte. In der Mitte. Gib, gib, gib. Guck, da kommt auch jetzt der Brief. Der Brief, Chef. Der Brief. Früher sahen die Briefe schöner aus. Ja, das ist ja jetzt extra für Herr der Ringe, der Brief, ne? Mit Siegel. Ach so, meinst du das? Ja, das kann sein. Also, wenn ihr wisst, dass es noch die richtigen Briefe gibt, bitte posten. Ja, genau. Wer kennt noch E-Mails, ne? Wir schreiben wieder per Post. Warte mal, das haben wir noch nicht zu Ende gebracht hier oben. Da fehlen noch zwei Steinchen. Ja, die kommen ja jetzt erst. Nee, die waren vorher schon da. Ist ja nicht schlimm. Fehlt einer, den brauche ich. Ist uns ja aufgefallen. Bop, 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 bop. So, dann kommt der Turm weiter hier. Warte, warte, warte. Das war's doch. Nein. Ach nee. Du musst schon eine Etage höher gehen jetzt. Stimmt. Dann kommt er aus seinen Drohnen hier weiter. Hm. Irgendwie so nicht. Hier herrscht Drohnengewalt, Leute. Anders kann man der Bösewichte nicht Herr werden. So. Drohnen hast du? Ja. Ja. Das ist schon drauf, ja. Dieses mit den Graffetten. Oh, jetzt kommt der Stein zum Geld und den musst du mal ein bisschen genauer zeigen jetzt. Ja. Rangezoomt sind wir, müsste man eigentlich. Oh, er leuchtet schon. Oh, er leuchtet schon. Das war jetzt. Ah ja, ja. Wenn du hier drückst, dann leuchtet er schon, stimmt. Zeig nicht mir das, zeig denen das. Also wenn man hier drückt. Yeah. Dann. Disco. Schön rot. So, und das kommt dann. Hier rein. Ist das richtig rum? Ja. Wenn man drückt, dann. Aber da kommt bestimmt irgendwie noch eine Mechanik. Ich kann sagen, das denke ich mir aber auch. Und dann kommt der Deckel schon drauf. Also der leuchtende Stein verschwindet jetzt hier im Brunnen. Ihr kennt das aus dem Film. Genau. Copyright. Ich darf wieder kleben. Du darfst kleben, dann mache ich das Regal fertig. Wo ist denn das Thema da? Eine schöne Landkarte darf ich jetzt da drauf kleben. Auf diesen schönen. Ach, hast du den schon gemacht? Den roten? Wie ich den roten? Den ich gerade machen wollte. Ja, der ist schon drauf. Ich. So, das ist hier die schöne Karte. Von, wie heißt das bei denen? Das ist aber nicht die Mittelerde-Karte. Erkennt sie auch. Das ist nicht Mittelerde, ich war schon da. Nein, aber man kennt die ja aus dem Film, aber das ist sie nicht. Die kommt hier ins Bücherregal. Ach, legt einfach so rein. Ah, ja, cool. Hm. Next. 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 Oh Gott. Ja, wie war das mit Konstruktion? Mit Kronleuchter? Ernsthaft? Ja, der hat noch einen Kronleuchter. Hübsch.
draufsetzen. Das kommt zwar gleich erst, aber... Ja, sogar eine Perle hier. Sehr schön. Ach so, dann kommt dieser. Der kommt dann auch. Zack. Oh, wow. Und wenn das gleich leuchtet. Cool. Kriegt ja auch richtig was zu sehen hier. Der erste weiße. Ich muss also, kannst du mir ja helfen, ist der weiße und dann der. Hm? Und wir bauen uns einen Kronleuchter. Ja, aber der leuchtet ja leider nicht. Eins, zwei, drei, den vierten hast du schon, dann haben wir davon wahrscheinlich wieder einen über. Wie einen über? Von den Orangen hier. Ja, das kann sich ja sein, weil die gehen auch schnell verloren. Ach, kommt da noch mehr drauf? Entschuldige. Ist ja nicht schlimm. Doch, es ist tragisch. Viermal. Verdammt. Und zwar kommen die an den weißen, ja genau. Da kannst du den mitnehmen. Ah, da kannst du die sogar biegen, ja? Kannst du sogar biegen. Oh. Boah, krasser Scheiß. So, und der kommt jetzt auch dort unten drunter. Zum Drücken der Steins. Ja. Also blind. Hm. Blind haut das nicht hin. Da guck mal. So. Der Fingernagel leuchtet schon. Ups. Ja, also man braucht da. Wenn nicht, drehst du wirklich so rum. Auf den Bildern sieht das ja immer recht einfach aus, aber manchmal ist es ein bisschen gefummelt. Oh, jetzt halt dann. Aber der war drin. Ist da was? Eine Halterung, dass das drin bleibt? Ja, unten am Stein hast du ja. Dann diese Einkerbung auch. Einmal fürs Publikum, lass leuchten. So sieht das dann aus. Sehr geil, ja. Vor allem der Palant hier, ist das der hier? Der sieht auch sehr original. Oh. Ah, alles schmeißt er durch die Gegend. Wenn es jetzt gerade kurz geknackt hat, das war der Mikrofonständer. Echt, hält das noch? Wow. Alter. Sehr geil. Wie gesagt, der Palant hier ist das. Ja, so ist das gedacht, Freunde. So, dann sind wir jetzt bei Tütchen 8. Wir sind jetzt bei 22, machen wir einen Cut, ne? Mhm. Das wird zu viel. Ja. Ihr seht also, es geht voran, alles leuchtet, alles blinkt, alles dreht sich, wie es soll. Guckt euch das nochmal an. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge mit Tütchen Nummer 8. Ich muss schon dranbleiben.